Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy V. In der letzten Folge, wie ihr schon bereits gesehen habt, waren wir gerade auf dem Weg zu Bad Heimerdort und wir waren leider in der falschen Insel gelandet und hatten einen kleinen Game Over verursacht. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg nach Yahol, und zwar südlich von hier, in diesem anderen Seite des Kontinents. Da müssen wir natürlich einen Platz finden, wo wir landen können. Das wäre zum Beispiel hier. Wir gehen jetzt nach Yahol. Das ist jetzt unser erster Aufenthalt, wo wir jetzt gehen werden. Natürlich gibt es auch hier ein paar Höhlen, die wir dann betreten können. Und da gibt es mal richtig gute Gegner zum Trainieren. Und zwar diesmal Bomben, die natürlich selbst dass mir das Erz selbst über Kommando ist. Jetzt mal Eisra kurz ein. Nochmal Schiefer. Ich hoffe, dass jetzt der Game Sound jetzt nicht zu laut ist. Ansonsten muss ich jetzt mal kurz nachschauen, jetzt kurz in Ruhe. Ja, habe ich jetzt auf 12% gestellt, das reicht ja schon, glaube ich. So laut brauche ich ja eh nicht. Ich habe gesagt, dass es jetzt für eine gewisse Zeit jetzt keinen Part geben wird, aber das hat sich jetzt mal drastisch geändert. Nun, wir gehen jetzt mal kurz nach Yahol. Die Gegner sind jetzt nicht so stark, wie man so es annehmen muss. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal in Ruhe jetzt dann ein paar Parts jetzt mal doch ein paar Trainingfolgen machen. Also nicht wundern, warum es dann jetzt nur dauerhaft sehr viele Trainingsparts gibt, aber ich will jetzt ein bisschen das Let's Play doch etwas länger machen. Wenn es dann jetzt nur 30 Parts gibt und dann ist Sense. Machen Sie jetzt mal schnell auf den Weg nach zum Dorf Yahol. Das ist hier drüben. Dann können wir uns jetzt ein bisschen was besorgen. Hier gibt es noch nichts Besonderes, außer nur ein Pub und ein paar Dinge, die wir brauchen. Wir müssen natürlich zum Hölle von Yahol rein, um mehr Sachen zu holen. Wir werden auch extra noch mehr trainieren. Ja, wir haben ein paar Fortschritte mit dem Klavier jetzt kurz gemacht. Der Schenke ist immer voll mit Armen von Abenteuern, die sind auf der Suche nach Schätzen in den Höhlen im Norden. Ja, diese Höhle, die wir jetzt vorbeigegangen sind, natürlich. Im Keller gibt es jetzt ein paar weitere Items. Also werde ich auch jetzt ein paar Phönixfedern mitnehmen, aber ich habe jetzt eh schon genug. So, auf Zelte habe ich jetzt 20 Stück, das müsste wohl reichen. Ich habe jetzt nicht trainiert, also deshalb habe ich jetzt nochmal nachgedacht, wo ich jetzt gehen soll. Im besseren Falle. So. Monate habe ich jetzt gerade besorgt in der Mondsichelinsel. Anschwert wäre ziemlich gut. Okay, zweihändig benutzbar. Da muss ich jetzt irgendwas verkaufen, was jetzt nicht so sehr gut ist für uns. Mithrilmesser werden wir schon mal wegnehmen. Todessichel. Hier mal wegschmeißen. Die Peitsche haben wir jetzt eher selten genutzt. Bronzeschild haben wir keinen ausgerüstet. Eisenschild können wir auch mal verkaufen. Mithrilschild
Haben wir uns auch verkauft. Ja, Kraftgebräuch, ich weiß nicht, ob ich das hier brauche, aber ich glaube, es erhöht nur die Angriffswert. Das Korallenschwert wäre ziemlich nützlich für 2-händig mit einer nutzbar und Klingenmagie belegbar. Ja, Korallenschwert will ich mal kurz dann kaufen. Aber wir sind jetzt rüstungsmäßig jetzt gut drauf. Hier sind noch lauter andere Dinge. Ich glaube, Magiehäuser gibt es nicht mehr. Glaube ich mal zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt gibt es keine Magiegebäude. Wie ich schon rechts hinsehe. Ah, da ist doch einer. Never mind. Also keine weiteren neuen Magien, okay. So, was haben wir hier dann drüben? Aber in Wasser gibt es noch auch ein paar Items, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es kann auf meinen Augenschein trügen. Na gut, wir werden jetzt mal kurz trainieren gehen, damit wir ein bisschen stärker werden. Dann gehen wir dann zum Yahol Höhle. Später. Wir müssen uns mal erstmal vorbereiten für den großen, schweren Kampf. Ja, das ist ja, weil das Gebiet in Yahol ist ziemlich nicht ganz einfach. Ja, da ist Selbstzerstörung auch noch eingesetzt. Ist ja gut, ey, komm, jetzt lass doch mal Faris in Ruhe. Also wir werden jetzt nicht so vieles erreichen. Okay, noch einmal jetzt mal Engel auf. Faris. Sind sie nicht ohne... Ohne Wenn und Aber jetzt nur angegriffen wird. Selbstzerstörung angeeignet. Okay. Das ist wieder so eine Magie, was wir jetzt erlernt haben. Den Blaumagier. Weil Selbstzerstörung eher eh nichts bringt. Und das Einzige, was bringt, ist nur, dass man sich instant killt. Jetzt ist schon genug damit. Langsam habe ich von euch jetzt genug. So, nochmal vollständig heilen. Auf wem? Ah, naja. Faris ist ziemlich anfällig mit der Selbstzerstörung, das merke ich jetzt gerade. Müssen wir etwas mehr trainieren, weil ich glaube, für den Yahol Gebirge werden wir jetzt etwas länger brauchen. So, dann denke ich jetzt, ein Training würde jetzt nicht schaden. Oder ein paar Trainingstunden wird es ein bisschen dauern. Also das werde ich jetzt mal offscreen dann auch trainieren gehen. Im nächsten Part. So. Die Yahol-Hölle ist ziemlich düster und auch ziemlich... Finstere Sache.
weil es gibt viele krasse Gegner, die uns instant killen und nicht, dass sie overlevelt sind, sie haben nur echt, sie sind total asozial drauf. Also sie haben echt eine heftige Attacke drauf. Ich will es euch dann gleich zeigen, halt demonstrationsweise gehen wir dann halt in die Höhle rein. Pariert. Aber ihr seht schon selbst, hier können wir sehr gut trainieren. Wir machen uns jetzt trotzdem auf den Weg zur Höhle. Wir haben jetzt genug 19 Viechern geholt. Also 19 von den Zelten. Müsste wohl definitiv reichen. Hier verursacht jetzt nochmal Vergiftung. Aber die Vergiftung hebt ja sowieso automatisch wieder auf. So. Ich gehe jetzt mal kurz in die Höhle demonstrativ rein, ob wir jetzt geeignet sind für die Höhle. Ansonsten muss ich dann leider den Part jetzt nur kurz halten, weniger als 20 Minuten. So, ich werde mal schnell speichern, damit wir jetzt den Progress nicht verlieren. So. Dann lass uns reingehen. Denn diese Höhle ist nicht ganz ohne. Und es gibt Schädelfresser. Die sind die schwersten Gegner im Spiel. Leute, die hauen uns richtig auseinander. Das sind Schädelfresser. Die habe ich gemeint. Die sind ziemlich eine gemeine Truppe. Magie macht... Oh mein Gott! Das weiß ich schon. Immer fliehen von diesen Viechern, weil man hat jetzt keine Chance gegen diese Gegner. Also die rot sind zum Beispiel, das sind jetzt normale Gegner, aber... Die verursachen sehr viel Probleme. Das sind die größten Problemkinder im Spiel. Nusshörnchen sind jetzt keine großen Gegner für uns, das sind ja die normalen Eichhörnchen-Kämpfer. Also die sind gut, aber die Schädelfresser, die müsst ihr definitiv die Flucht ergreifen. Wenn ihr gut gelevelt seid, ist die Flucht dann erfolgreich, habt ihr eine höhere Fluchtchance. Okay, das sind jetzt keine schlimmen Gegner. Die Schädelfresser will ich euch lieber vermeiden, weil die machen euch endgültig zur Schnecke und wenn ihr die physisch angreift oder magiemäßig angreift, vermehren die sich immer und der Kampf lässt keine Ruhe walten. Also ich kann diese Folge schon als ein Part darstellen, wie es nennen würde. Wahrscheinlich Schädelfresser-Alarm in der Yahol-Höhle. So, da müsste jetzt eine Höhle sein, ja. Ich glaube, da gibt's noch etwas. Ah, das ist im Angriffsvorteil, aber das ist nicht schlimm. Schneidezahn macht keinen Schaden, okay.
Aber die Truhe steht jetzt nicht sinnlos hier drüben. Okay, da ist noch ein Schalter. Na, ich würde jetzt wieder rausgehen. Okay, das hat jetzt leider nichts gebracht, aber egal. So, dann wollen wir mal kurz wieder mal speichern. Ja, diese Dungeons können jetzt richtig fies werden. Die Schädelfresser darf man bloß nicht angreifen, weil diese machen 1000 Schaden und wir sind jetzt unter 1000 HP. Also das heißt, gegen diese Gegner hat man keinen Hauch einer Chance. Also mache ich jetzt mal kurz wieder raus und reingehen. Reingerennen, schnell. Oh, schnell fliehen, 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 fliehen. Oh. Schädelfresser sind nicht sehr gut. So, jetzt haben wir dann jetzt keine Schädelfresser mehr für eine gewisse Zeit. Die Nusshörnchen sind jetzt so kein großes Problem. Wie schon gesagt. Die kann man locker angreifen. Die sind natürlich die einfachsten Gegner im Spiel. Aber die Schädelfresser, die kann man erst kämpfen, wenn wir schon ganz gut gelevelt sind. Also das dient jetzt so sehr gut zum Grinden, aber ich werde euch lieber garantieren, lieber nicht gegen diese zu kämpfen. Da ist noch eine Truhe, das was offen war. Ich glaube, das war wegen dem Vault, den wir befreit hatten. Okay, der flieht selber. Hat er echt die Hose voll oder was? Wie auch immer. Ah, da gibt es auch einige Schätze. Deshalb bin ich jetzt einmal nach Yachol jetzt diesmal in dieser Folge gegangen, statt in die nächste Stadt. Die werden wir dann erst später gehen. Da gibt es auch gute Waffen und auch gute Items, die wahrscheinlich uns hilfreich sein könnten. Shuriken hier. Und ja, die haben wenig HP, also da sind die Nusshörnchen jetzt kein großes Problem. Bitte, Peter, verklagt mich nicht, dass ich jetzt Eichhörnchen misshandle hier in Final Fantasy V. Oh Mann. Bitte, Peter, wenn ihr das seht, verschont mich. Die Nusshörnchen sind die Bösen hier im Spiel. Keine guten Charakter. Zelt. Gut, ich glaube, da wird sicherlich noch ein Savepoint noch geben in dieser Höhle, wer weiß. Die Nusshörnchen sind jetzt also jetzt, wie gesagt, kein Gegner für uns. Eines Tages werden wir dann schon die Nusshörnchen an dieser Höhle auch noch als Grinding-Spot dann nehmen, wenn wir dann sehr gut gelevelt sind. Beschwörungslevel 5, das ist ja super. Ich glaube, wir haben dann bald den Beruf bald gemeistert, weil weiter höher geht es ja keine Stufe mehr. So, nehmen wir mal diese Truhe hier. Die Kiste ist leer. Eine Karte liegt darin. Einsamer Wolf, der Taschendieb war hier. Ja. Den Wolf, den wir damals in Walse befreit haben, haben wir jetzt in Freiheit geschenkt. Und deshalb hat er jetzt die nutzlosen Items halt weggenommen. Zum Beispiel die Tränke und so weiter, was jetzt drin war. Hier mal nach oben. Aber ich
Da glaube ich, da gibt es noch etwas. Aber naja, das war alles. Wir haben jetzt nur ein paar Items geholt, das war's. Aber wir werden jetzt mal kurz trainieren, das wäre das Wichtigste jetzt. Wir werden jetzt mal kurz in der Oberwelt jetzt mal trainieren gehen. Mehr gibt's hier nicht, hier gibt's nur lauter Shurikens und so weiter, die ich gesammelt haben kann. Aber ich glaube, die Yahol-Hölle wird noch wahrscheinlich dann eine spätere Rolle dann spielen. Ich bin nicht ganz sicher. Wir werden uns jetzt dann bald nordwestlich des Kontinents dann begeben. Ich werde dann währenddessen dann mehr trainieren. Und das Offscreen. So eine kleine... Oh, shit. Bloß weg hier. Bloß weg hier, weil ich möchte mit diesem Schädelfresser nichts zu tun haben. Ich will keinen Stress mit euch. Niemand will Stress mit euch haben. Aber ich glaube, ich werde jetzt dann mal offscreen trainieren gehen. Diesmal ist es jetzt endgültig jetzt mal kurz Pause mit dem Spiel. Oh Mann. Ausgerechnet jetzt ein Angriffsvorteil. Gut, dass ich Königsfeder mitgenommen habe. Boah, das hat er jetzt noch abgewehrt. Faris, es geht mit dir ab. Raus hier. Aus dieser Hölle. Aus der Todesfalle. Das war alles, was wir jetzt in der Yahol-Hölle gefunden haben. Ich glaube, die Yahol-Hölle wird dann erst eine spätere Rolle spielen im Spiel. Soll ich in der Zwischenzeit jetzt mehr trainieren gehen? Gegen die Bombe ist sowieso jetzt Eisattacken sehr effektiv. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal in diesem kleinen Kontinent jetzt mal kurz trainieren gehen. Wie viele Gegner kommen jetzt noch hier? Dann gehen wir jetzt dann bald zum, wie gesagt, zum Waldstück, wo wir mal noch einen Beschwörungszauber dann bekommen. Also, der Beschwörungszauber Ramu. Der aber erst später kommen wird, weil ich jetzt ein bisschen kurz trainieren gehe. Ich glaube, bis Level 22, 23 müsste reichen. Damit wir das Beschwörungszauber locker bekommen können, weil die Gegner sind hier im nächsten Gebiet ziemlich assi drauf. Also das war jetzt leider nicht so eine sinnvolle Folge, aber Hauptsache ihr wisst jetzt schon Bescheid, dass es auch richtig krasse Gegner gibt, die euch das Leben schwer machen können, wie zum Beispiel diese Schädelfresser, die wir jetzt in der Yahol-Hölle gefunden haben. Mit diesen Schädelfresser können wir erst anlegen, wenn wir schon Level... so die Level 40 sind oder Level 50. Ich weiß nicht, Level 30, Level 40, glaube ich. Wir müssen schon genug HP haben. Die können uns wahrscheinlich sehr viele Erfahrungspunkte geben. So, wir gehen jetzt mal kurz zum Inn. Vielleicht gibt es noch ein Schlafgemach, damit wir jetzt uns ausruhen können. Wäre ziemlich scheiße, wenn wir jetzt nichts finden. Ach, sag jetzt nicht, da gibt's keinen Laden zum Pennen.
Nee, das ist einer dieser Orte, wo keins gibt, so wie es aussieht. So, mal sehen. Als Verteidigung her sind wir nicht so sehr gut bereit. Aber ich glaube, die pariert doll. Ich will ich jetzt mal aufheben. Den will ich jetzt nicht verkaufen. Im Großen und Ganzen will ich jetzt mal sehr viel Gillets farmen gehen. Ein bisschen trainieren bis Level 21, 22. Müsste reichen. Also werde ich jetzt mal hier mal ein Zelt einlegen. Und dann geht's dann hoffentlich im nächsten Part dann schon im nordwestlichen Teil weiter. Wir werden dann sowieso wieder beim schwarzen Chocobo uns wieder sehen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt mal kurz trainieren, weil es jetzt ein paar Tage dauern wird. Also nicht wundern dann, wenn jetzt keine Folge kommen wird nach Pokémon Sonne und Mond. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Glaube ich mal hoffentlich. Falls euch dieser Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst und mich gerne unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal und haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!